So, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together Elite Dangerous. Let's Rocket Together Elite Dangerous. Wie es bei UWAPs Zuschauern heißt, ja. Oh, verdammt. Das ist doch so ein blöder Mist, ich brauche unbedingt eine neue Grafikkarte. Weil ich immer noch nicht verstehen kann, dass es im Spiel perfekt läuft, nur in der Aufnahme nicht. Ja, aber irgendwo muss man ja Priorität setzen, ne? Ja schon, aber die Aufnahme hat ja jetzt eigentlich nicht viel mit der Grafikkarte zu tun. Das läuft doch über den Prozessor, oder nicht? Eigentlich ja. Und der Prozessor ist nicht 100% ausgelastet. Das müssten so im Schnitt um die 60% sein. Ja, bei OBS ist es manchmal so ein bisschen blöd. Also ich hatte schon gesehen, dass ich habe schon gesehen, dass er sich da über hohe CPU-Last beschwert hat, obwohl der Prozessor durchgängig zu nicht mehr als 70% belastet war. Nee, das macht er nicht mal. Der beschwert sich nicht. Sagt überhaupt nichts. Ja, dann. Verworfene Frames habe ich auch null, also daran kann es nicht liegen. Ja, das ist dann komisch. Übrigens, wenn du die Sachen zerstören möchtest, lande nicht mit dem Schiff in der Nähe davon. Warum? Weil das Modul deaktiviert wird, wenn du zu dicht am Schiff bist. Ah, sehr gut. Mhm. Dann schickt das Schiff weg. Ja, das ist von der Theorie her eine sehr gute Idee. Aber ich will das Schiff ja verwenden, um meine 2000 Ladekapazität von dem Warhammer damit auszugleichen. Also. Damit ich halt immer wieder zu dem... Oh, Mensch. Ah, da ist was. Die dämliche Steuerachse geht mir echt so auf die Nüsse, das ist unglaublich. So. Hallo? Ah, jetzt. Was habe ich denn da? Schwefel und Kohlenstoff und Eisen. Das Zeug cool hat übrigens gerade den Berg runter. Ist ganz witzig gemacht. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Na, bleib liegen. Hier, Eisen. Und da. Da, Kohlenstoff und Schwefel. Oh, was ist das denn? So, und jetzt habe ich wieder nichts mehr auf dem Ah, doch da. Mit Vollgas ins Ungewisse. Ja, das kann man mal machen. Ich bin schon mal einfach so zum Spaß mitten auf einem riesigen Berg gelandet und nach unten gefallen. War ganz witzig. Ich weiß nur nicht mehr, was passiert ist, als ich am Boden zerschellt bin. Ich glaube, es hat mich nicht mal irgendwas gekostet dann am Ende. Ich weiß aber ehrlich gesagt, ich kann es nicht mehr mit Sicherheit sagen. Ich glaube, es war relativ unspektakulär, was dann passiert ist. Der Fall dagegen war deutlich besser. Warum sind... Okay, das ist irgendwie ein bisschen komisch. Die Geschütze werden deaktiviert, wenn du in der Nähe des Schiffes bist. Aber du kannst dein Schiff trotzdem angreifen damit. Gut. Wenn du das aus dem richtigen Winkel machst, geht es trotzdem. Das macht es ein bisschen sinnlos, dass man das aktivieren kann überhaupt. Beziehungsweise nicht aktivieren kann. Oh Gott. Toll, eine Berglandschaft. Ich freue mich nicht. Jawoll. Wenigstens habe ich mittlerweile den Knopf, um die Handbremse anzuziehen, falls es zu steil wird. Nee, aber es geht. Ich habe schon Steileres gesehen. Hm. Irgendwie das mit dem Anvisieren und automatisch... Schießen bzw. Automatisch zielen klappt auch so in der Hälfte der Fälle, habe ich den Eindruck. So ungefähr. So dämlich, sobald ich in den Himmel gucke, sind meine 30 FPS da. Ich gucke nach unten auf den Planeten und weg sind sie. Hui. Runter geht sie, meine schöne Framerate. Ich möchte nur noch mal in den Optionen zeigen, dass man mir das auch wirklich glaubt. Dass dein Computer so kacke ist. Ja, die Terra-Qualität niedrig. Die Terrain-Berechnungsrate ganz runtergestellt und die Terrain-Materialqualität auch niedrig. Also viel mehr kann ich da eigentlich nicht machen. Ach ja. Der nächste Schritt wäre einfach Grafikkarte raus, neue Grafikkarte rein. Wahrscheinlich.
Ja, aber dafür bräuchte ich erstmal eine neue Grafikkarte. Und ich sehe es nicht ein, mir jetzt noch eine Grafikkarte zu kaufen, kurz bevor die neue Generation an Grafikkarten dann wieder. Oh, da liegt ja was. Wobei das vielleicht gar nicht der schlechteste Zeitpunkt ist. Zumindest, also wenn die neuen gerade rausgekommen sind, dann müssten ja die alten günstiger werden, theoretisch. Ja gut, aber ich meine, das will ich dann mit so einem alten Teil. Ja, es wird doch nicht älter dadurch, dass auch einen Tag später die neue Generation rauskommt. Nee, aber... Ach, klar, die Luke vergessen. Nee, ich meine nur die... Sag mal, bleibst du stehen? Danke. Was wollte ich jetzt sagen? Ich hab's vergessen. Du wolltest dich wahrscheinlich über alte und neue Grafikkarten aufregen. Achso, nee, die neuen Grafikkarten werden dann ja auch in einer anderen Strukturbreite gefertigt, die dann für dieselbe Leistung weniger Energie brauchen. Ja, dann zahl halt mehr dafür. Ja. Das musst du dann halt einsehen. So. Ich finde übrigens auch ganz witzig, dass dieses Radar merkwürdige Kratzgeräusche macht. Wie so ein Geigerzähler. Sehr gut. Ist dir das noch nicht aufgefallen? Doch, jetzt wo du sagst, so im Hintergrund hört man es ja. Stimmt. Wieso feuert er? Ach, jetzt feuert er. Piu. Piu, piu. Ja, ich nehme. Wir sind ja bei Star Wars, merkt man es nicht? Ich habe gerade herausgefunden, dass diese Abbauroboter eine sehr, sehr gute Ressourcenquelle sind. Deswegen harveste ich hier gerade mit meinem Schiff den ganzen Kram weg. Also merken, wenn man so ein Ding wiederfindet, abschießen. Ja. Wobei es mich immer noch wundert, dass es dafür kein Kopfgeld gibt. Die gehören ja niemandem. Offenbar. Scheinbar. Ich meine, hier ist auch noch so ein... gehören. Ja, keine Ahnung. Kann auch irgendwelchen Piraten gehören. Oder so. Ja, dann. Hui. Oh, die Trümmerteile oder die Miniteile fliegen immer ganz schön weit manchmal. Ah, ich glaube, da hinten liegt was. Oder das sind doch nur Steine. Das Radar zeigt zumindest genau in die Richtung. Wie immer. Oder sind das nur Steine? Ja, ich glaube, das sind nur Steine. Nein, da vorne liegt doch was. Ah, aber auf der anderen Seite. Nee, da. Also irgendwie ist es echt sinnvoller, also zumindest nach meinem aktuellen Kenntnisstand sinnvoller, wenn man so Abbauroboter killt, als wenn man selbst irgendwie Ressourcen mit so einem Abbaulaser abbaut in einem Ressourcensammelgebiet. Gut, ich habe jetzt halt gerade keine gefunden. Aber die Dinger sind so groß, die siehst du auch, wenn du mit dem Schiff über die Oberfläche fliegst. Also im Prinzip. Theoretisch. Ja, wenn du tief genug fliegst, geht das. Ich habe das Ding ja hier auch gerade wieder mit meinem Schiff wiedergefunden. Ich fahre mal hier auf den Berg. Von da aus habe ich noch eine ganz gute Aussicht. So, kann ich irgendwas mit diesem Bunker machen? Mit dem Bunker ja drin verstecken. Also erst so, ich glaube, damit kann man nichts machen. Ich weiß, was du meinst. Okay. Bumm. Du bist übrigens mittlerweile 6 Kilometer von mir entfernt. Ja. Das muss so. Gut. Ach, das war einfach nur ein riesiger Krater, durch den ich durchgefahren bin. Sehe ich erst jetzt. Ab. Da ist was. Da ist was. Nein. Ah, fuck. Dieser Moment, wenn man statt Frachttransfer Schiff abberufen auswählt. Verdammt. Sag mal, willst du mich verarschen, Radar? Du hast da gerade was angezeigt. Jetzt mach das da gefälligst auch was ist. Nö. Ah, halt. Ja, da komme ich doch gerade her. Ach komm, es gibt selbst bei dem Schiff die Auswahlmöglichkeit zwischen Abblendlicht und Volllicht. Was? Ja, in den Einstellungen, also bei dem Vorwahl meine ich. Kannst deine Einstellungen ändern. Aber das Fernlicht bitte nur außerorts. Ja, sonst gibt's Meckert von Eckart. Nein,
Schon interessant. Ach komm, Alter, wie weit das Schiff sich immer da von den Landeplätzen entfernt oder von meiner Position entfernt. Wieder 700 Meter fahren. Oder ist das jetzt bei den abgesägten Satellitenschüsseln da? Oder Ressourcensammlern, die ich da abgeschossen habe? Hier muss doch irgendwo was sein. Habe ich wieder was übersehen? Oder trollt mich das Radar gerade einfach nur? Ich glaube ja letzteres. Und auch bei diesem Schiff gilt, nicht von hinten an die Boardingbucht fahren, weil es einfach nicht passen wird. Es geht auch hier nur von der Seite offenbar. Ja, ich glaube, das Radar will mich trollen. Also wieder bergauf. Okay, nein, in dem Fall liegt es einfach daran, dass das Schiff dumm geparkt hat. Weißt du, es packt schon 5 Kilometer von dir entfernt gefühlt und dann stellt es sich so hin, dass in der Mitte direkt unter dem Schiff ein Berg ist, so dass du nicht boarden kannst. Sei froh, dass es keine Strafzettel gibt für Falschparken. Auf einem einsamen Planeten, auf dem eigentlich nichts ist. Ja. So, was für ein Stein bist du denn? Egal, ich fahre einfach mal doch nicht ganz frontal gegen dich. So. Das Schiff ist weggeflogen. Ach ja, mein Radar zeigt mir so ziemlich nichts an. Drehen wir mal ein bisschen. Ja, und ich glaube irgendwie ab 3 oder 4 Kilometern ist das Schiff offiziell weg. Also 3 bis 4 Kilometer Abstand nach dem Abberufen. Ach komm schon. Aha, wo fliegt es hin? Jetzt bin ich mal gespannt. Ah, direkt hier in der Nähe. Hoffentlich so, dass ich mittlerweile mal hier auch wieder einsteigen kann. Oh, oh, Stein! Ah! Hattest du gerade noch volle Hülle, oder? Nö. Okay. 80% oder so. Ja, gut. Ich habe nur gerade frontal steig gerannt. Ach so, ja dann. Bin irgendwie so mit, wie schnell wird man hier, mit 30 oder sowas, 25 durch die Gegend gefahren und einfach mal von 25 Meter pro Sekunde auf 0 in... Im Stein. 0,5 Sekunden oder so. Nee, das war schon zu viel. Einfach, es hat einfach nur plopp gemacht und dann stand ich da. So. Ich boarde dann mal wieder. Ich fahre noch ein bisschen durch die Gegend. Ja, ich guck mal, ob ich mit dem Schiff vielleicht noch was Interessantes auf dem Boden sehe. Halt, halt! Da war doch was. Handbremse rein. Ich hab's genau gerade noch so gesehen. Genau, ja. Ein bisschen gesehen, ja. Schwefel. Und Schwefel. Und Kohlenstoff. Schön. Aber wir haben schon festgestellt, dass es offenbar doch relativ gefährlich ist, wenn man sich mit dem Teil hier zu sehr in die Kurve legt, weil es dann irgendwie zumindest in Planetennähe stark dazu neigt, dass es einfach wie so ein Stein auf den Boden klatscht. Ja. Einfach so. Einfach so. Ja, was soll's, ich rufe jetzt auch mal mein Schiff. Hier gibt's ja doch nichts mehr. Nee, nichts ist auch nicht richtig. Du findest nur nichts. Noch 15 Sekunden. Ach, da ist schon wieder die Station in Sicht. Ups. Falsche Richtung? Nee, ich bin ein bisschen über den Boden gekratzt. Ach so. Das Übliche halt. Da irgendwo? Ach, da oben. Ich sehe es. Was siehst du?
Mein Schiff, lüg mich übrigens nicht an, da steht, komm mal nach der Ufer ab, das kann gar nicht sein, ich sitze hier. Lüg mich nicht an! Ja. Es ist übrigens nur 1 Kilometer entfernt gelandet. Ja. Das Ausfahren des Fahrwerks hat so gerade gefühlt 2 Minuten geraucht. Gut. Ist auch okay. Das Fahrwerk ist an der Oberfläche halt langsamer. So, sag mir bitte, dass sie da drunter kommen. Ja, ja, danke. Es ist gar nicht so absurd, dass man da hoffen muss. Hat funktioniert. Transferfracht? Kann ich eh nicht, okay, hätte mich jetzt auch gewundert. Boarding. Aber das Schiff, der Rover wird offenbar jedes Mal repariert, wenn du den ins Schiff setzt und wieder rausnimmst. Ja, ja. Aber wird nicht aufgefüllt. Also der Treibstoff wird nicht aufgefüllt. Ach, das bist du. Brumm, brumm. Nee, der Treibstoff wird wirklich, das finde ich merkwürdig. Ich meine. Das macht irgendwie nicht so viel Sinn. Nö. Ja! Ah! Ich habe es gewagt, mich schräg zu legen. Nein! Nach oben! Nicht, oh! Nach oben. Das ist echt so. Moment, ich fliege mal krass, das sieht man ja auf der Anzeige da rechts, die Höhe. Ich bin jetzt in 47 Metern Höhe. Ich bewege mich nicht nach oben oder unten. Ich drehe das Schiff zur Seite. Und es fällt. Hast du gerade dein Schiff oder deinen Rover umgeworfen? Nee, ich hab's vom Schiff. Okay. Das ist merkwürdig. Ui. Ups. So, ich flieg mal von der Station weg. So. Und du hast gesagt, das sieht man, wenn man nah an der Oberfläche fliegt. Ja, aber muss schon ziemlich nah dran fliegen. Und darf halt auch nicht so schnell fliegen. Ich glaube, wenn du die Oberflächendetails auf komplett ungefähr null gestellt hast, so wie du das hast, dann wäre ich mir nicht so sicher, dass du davon was siehst. Naja, ich sehe da Steine liegen, also von dem her. Ja, also so ein dieses Abbauroboter würdest du dann auch auf jeden Fall sehen. Höh. Vorausgesetzt, es gibt welche natürlich. Ja, richtig. Ich wollte gerade sagen, Uwab, stehst du da? Und dann habe ich festgestellt, dass es mein Schiff war. Gut. Yes. Ja, nein. Irgendwas. Ja, nach oben. Nach oben. Verdammt. Ich bin nur ein bisschen aufgeschlagen, alles gut. Ja, das Ding fliegt sich manchmal wie so eine Salatschüssel. Oh, und Mann. Und ich kenne Salatschüsseln, die man besser fliegen kann. Wenn ich ehrlich bin. Ja, ja, ich fliege auch immer mit der Salatschüssel. Ja. Wer nicht? Wer dem Spaghetti Gott huldigt, muss auch mit Salatschüsseln fliegen können. So ist das. Sollte ich dir Spaghetti Gott kennen? Pastafari sagt ja doch bestimmt was, oder? Nein. Warp. Das sind die Leute, die erstritten haben, dass sie ein Recht darauf haben, mit einem Nudelsieb auf dem Kopf ein Passfoto abzugeben. Aha, logisch. Ja. Weil das... Dass ich darauf nicht von allein komme. Ja, das ist das religiöse Zeichen für die Pastafari ist ein Nudelsieb auf dem Kopf. Ah ja. Wie andere religiöse Kopfbedeckungen von anderen religiösen Gruppen. Genau. Ein Nudelsieb, ganz normal. Ja, das zeigt eigentlich schön die Absurdität von Religionen, finde ich. Aber, ja. Rennst du nicht auch immer mit dem Nudelsieb auf dem Kopf durch die Gegend? Ah ne, das war Exane. Ja, er rennt auch nicht nur mit Nudelsieben auf dem Kopf durch die Gegend. Sondern? Pennerbierdosen zum Beispiel. Ach so. Das ist seine Religion, oder? Ja. Also, es wäre sehr naheliegend. Aber auch mal wirklich nichts. Ja, teilweise fährst du in manchen Krater rein und das ist wirklich gar nichts. Du drehst dich und es ist nichts. Ich fahr mal das Fahrwerk ein.
nicht weiter nach oben. Ich will doch was sehen. Das Ausfahren des Fahrwerks dauert relativ lange an der Oberfläche. Interessant. Ja, habe ich auch gerade gedacht. Nach oben, danke. Oh, da war was. Was macht meine Ladeluke? Nichts. Keine Dinge einpacken, das ist schlecht. Ah, jetzt haben wir Eisen gesammelt. Was haben wir noch? Phosphor. Und ich glaube, das war's. Nein, das war auch nichts. Sag mal, wie hast du denn jetzt was gefunden? Meinst du die Abbauroboter? Ja. Eigentlich bin ich einfach durch die Gegend gefahren. Ach, komm schon. Gefahren auch noch. Ja. Ich habe mein Schiff ja dann hinterhergeholt, damit ich die Sachen davon leichter wegtransportieren kann. Nein, ich meine, ja, die vorhin, die habe ich auch gesehen. Oder hast du jetzt neue? Hä? Also ich habe aktuell keine. Ich habe nur gerade einfach einen Stein gefunden. Ach so. Nein, das... Okay. Nein. Ja, die vorhin habe ich ja auch gesehen. Ich habe sie nur nicht abgebaut, weil ich gedacht habe, wenn ich jetzt drauf schieße, kriege ich Kopfgeld. Ja. Schön blöd. Hätte ich es mal gemacht. Tja, das ist halt das Risiko da. Im Notfall fliegt man dann halt aus dem System raus. Darauf hatte ich auch keine Lust jetzt. Nach Möglichkeit schnell. Außer man möchte als Weltraum-Marshmallow enden. Ja klar, die sind doch lecker, oder nicht? Ja, wenn du selbst einer bist, weiß ich nicht. Dann könnte eine leichte Identitätskrise geben. Die guten Weltraum-Marshmallows. Wahrscheinlich bin ich schon an 5 solchen Dingern vorbeigeflogen, ohne dass ich es gemerkt habe. Würde ich mir zutrauen. Ja, beim Fliegen ist es so eine Sache. Da fährst du ja nicht so einfach dran vorbei. Ah, halt, beim Fliegen kann das eher passieren. Dass du halt vorbeifährst. Ja. Logisch. Naheliegend. Nahe fliegend. Oh, okay, lassen wir das. Oh, der war flach, Uwab. Fast so flach wie deine Flugkurve. Ja, fast so flach wie mein Anflugwinkel. Eieiei. Springt hoch, die Flugwitze kommen. Oder vielmehr geht in Deckung in diesem Sinne. Ich fahre momentan echt durch ein Gebiet, wo auch so fast gar nichts auf dem Radar passiert. Also ich fliege gerade. Das ist schön. Oh, wir sind übrigens bei 23 Minuten, wollte ich nur mal angemerkt haben. Gut, dann rufe ich mal mein Schiff. Ich fliege mal noch ein bisschen durch die Gegend. Da kann ich gleich mal gucken, was ich alles eingesammelt habe. Das wird dann nicht angezeigt, die Materialien? Doch. Beim... Nee, die kann man nicht, die Materialien werden nicht transferiert. Guck mal rechts in dem Slot Inventar unter Materialien. Ja, da schon. Ja, aber ich habe ja Minenfragmente gefunden, die werden im Laderaum angezeigt. Also das ist Fracht. Ja gut, die dann schon. Ja, die meinte ich, und die Mineralien, die sind ja auch nicht schlecht. Ah, guck mal, mein Schiff. Nein, was putzig. In 700 Metern Entfernung. Weh, das landet wieder so kacke. Da werfe ich den Schiffscomputer raus. Ich kaufe mir jetzt eine neue KI. Eure Scheiße, ich brauche eine neue. So. So und nicht anders. Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob die Störung auf dem Radar mein Schiff ist oder ob da irgendwie noch was in der Nähe ist. Nee, ich glaube, das Schiff wird nicht als Störung auf dem Radar angezeigt. Weil das mich genau in die Richtung des Schiffes geht. Zufall. Ich fahre mal am Schiff vorbei, wenn es dann weg ist, weiß ich, dass es wohl doch das Schiff war. Es war tatsächlich das Schiff. Okay. Gut. Direkt als ich als das Schiff hinter mir stand, war die Störung nämlich auf einmal weg. Hm. Interessanterweise.
Jo. Also ich glaube, die Teile sind recht selten. Ich fliege jetzt dann seit 5 Minuten über den Planeten entlang und sehe Ja, also nichts. ich weiß auch nicht, wie viel es davon gibt. Von daher, keine Ahnung. Es dauert ja auch ein bisschen, bis man ein so ein Ding abgebaut hat. Vermutlich nicht so viele, würde ich jetzt mal behaupten. Ich habe einmal Silber, zweimal Kryolith, dreimal Uranit und fünfmal Kobalt gefunden. Insgesamt 11 Tonnen. Und von den Materialien Eisen, Kohlenstoff, Schwefel, Phosphor, Chrom. Alles Mögliche. Und Chrom ist offenbar am wertvollsten. Aha. Also gut, mir reicht's jetzt. Hoppla. Aber ich muss sagen, 300 Tonnen Lader oder Frachtkapazität für die Mineralien ist auch gar nicht so viel, wenn man, wenn jeder Klumpen, den man da findet, einen Slot belegt, dann hat man die 300 Slots wahrscheinlich doch relativ schnell voll, wenn man da engagiert farmt. Ja, ich habe jetzt 33 von 300. Ja. Ich Bist hab, du irgendwie müde? ja, wenn ich mit dir rede. Nein, Ach da ist das immer so. so. Nein, ich habe jetzt 8 von 300. Aber dafür habe ich Okay. halt 11 Tonnen in meinem Frachtraum. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, ne? Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.